Falls du noch auf der Suche bist nach einem super leckeren, saftigen und schnellen Kuchen für die Ostertage, dann habe ich heute vielleicht genau den richtigen Kuchen für dich. Denn ich backe mit dir einen saftigen Eierlikörkuchen mit einer Nusskruste. Das klingt doch schon super verlockend, oder? Ich würde sagen, wir legen direkt los und ich sage dir, welche Zutaten du für den Kuchen benötigst. Du brauchst 5 Eiweiß, 100 Gramm Zucker, 200 Gramm geriebene Haselnüsse, 130 Gramm Butter, 5 Eigelb, 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Mehl, 50 Gramm Speisestärke, 140 Milliliter Eierlikör und 2 Teelöffel Backpulver. Als erstes kümmern wir uns jetzt mal um das Eiweiß, denn das muss zur Eischnee aufgeschlagen werden. Dafür gibst du das einfach in eine fettfreie Rührschüssel und achtest auch darauf, dass die Rührstäbe sauber sind. Und lässt das dann zu einer steifen Masse aufschlagen und gibst nach und nach das Salz hinzu. Jetzt habe ich Salz gesagt, natürlich meinte ich das Zucker. Sonst tue ich immer Salz hinzu, aber heute kommt Zucker dazu. Da gebe ich jetzt die Haselnüsse hinzu und lasse die wirklich nur kurz unterrühren. Da gehe ich jetzt nochmal mit einem Teigschaber entlang am Rand und generell an den Stäben. Dann stelle ich eine neue Schüssel drunter, die Rührstäbe musst du nicht sauber machen und dann geht es auch mit dem Teig schon weiter. Als erstes wird jetzt die Butter mit dem Zucker und dem Eigelb für ca. 5 Minuten cremig miteinander verrührt. Jetzt gebe ich den Eierlikör hinzu und lasse den für ca. 1 Minute unterrühren. Jetzt gebe ich noch die restlichen Zutaten hinzu und lasse die nur kurz unterrühren. Jetzt verrühre ich den Teig nochmal mit einem Teigschaber und dann fülle ich den auch schon in eine Springform. Dafür habe ich mir schon eine Springform mit einem Durchmesser von 26 cm mit Backpapier ausgelegt. Ich weiß, Weihnachten ist schon vorbei, aber trotzdem nutze ich noch das Weihnachtsbackpapier. Und da wird dann der Teig gleich einfach reingefüllt. Und jetzt kommt noch die Nusshaube auf den Kuchen drauf und zwar kommt dafür jetzt einfach das Eischnee mit den untergehobenen Haselnüssen noch auf den Kuchenteig drauf. Und jetzt muss der Ofen nur noch gebacken werden, genau. Nee. Und jetzt muss der Kuchen nur noch gebacken werden. Dafür habe ich den Ofen schon auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt und gebe den Kuchen jetzt für ca. 25 bis 30 Minuten da hinein. Vielleicht kann ich jetzt schon mal sagen, nachdem der dann aus dem Ofen kommt, der Kuchen, muss der in der Form auskühlen. Und so sieht der Eierlikörkuchen mit Nusskruste dann aus, wenn der aus dem Ofen kommt. Ich lasse den jetzt, wie eben schon erwähnt, in der Kuchenform komplett auskühlen und dann könntest du den noch nach Lust und Laune dekorieren. Ich persönlich mag es ganz gerne, einfach da noch etwas Schoki drüber zu geben, aber da könntest du zum Beispiel auch noch einen Guss mit Puderzucker und Eierlikör dir anmischen und den drüber geben und dann vielleicht Schokoraspeln drüber machen oder generell einfach eine dünne Schicht Eierlikör drüber streuen oder. Also da ist deiner Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen. Du kannst das auch gerne auf meinem Blog nachlesen. Da habe ich dir nochmal die Schritt-für-Schritt-Anweisungen abgetippt. Bis zum nächsten Mal, deine Janika. Thank you.